Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Saubermist-Start für euch mit einer neuen grandiosen Folge Kingdom Hearts 3. Wir sind hier im Olymp angekommen beim letzten Mal. Es sieht wunderschön aus, Freunde. Und ich denke mal, wir werden bald Daddy Zeus sehen und die anderen Götter. Also irgendwo müssen sie ja auf jeden Fall sein. Und Freunde, auf jeden Fall an dieser Stelle danke für euer Feedback auf die ersten Folgen, dass ihr das unterstützt und so weiter. Dass ihr da Bock drauf habt, hier zuzuschauen. Das freut mich natürlich sehr, Freunde. Oh, Alter, was geht denn jetzt ab? Ich wollte rechts gucken, was da noch war. Oh Gott, direkt aufs Fressbrett hier wieder für die Leute. Gar kein Problem. So, ja, wie gesagt, Freunde, danke für das Feedback, für die Unterstützung. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Ohne Unterstützung eurerseits ist halt, ja, das Ganze sinnlos. So ist es halt. Jetzt gebe ich den erstmal voll aufs Maul, weil ich den ganz gut getroffen habe. Man sieht es gerade. Dickere Rekordkombi gerade am Start. Zack. Und ich glaube, das war's alles, oder? Ja, ja, ja. Boah, Rekord einfach mal mehr als verdoppelt. Du weißt Bescheid, glaube ich, oder? Du weißt Bescheid. Ja, 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 ja. So, Freunde. Es ist ja unfassbar. Wir sind jetzt schon fast 2 Stunden am Start in meinem Spiel. Und haben nicht mal die erste richtige Welt hinter uns. Also, ich bin mal echt gespannt, wie lange das Spiel geht, oder? Am Ende. So, warte mal. Man weiß jetzt wieder nicht, was ist der richtige Weg und so weiter. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Boah, Junge, wie geil. Da kann man hoch. Aber geht's da den richtigen Weg? Ach Gott, Freunde. Ich sag ja, das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm bei mir. Na guck mal, das sieht ja auch nach dem richtigen Weg aus. Erstmal auf den ersten Blick, oder? Moment, das sieht sogar noch mehr nach dem richtigen Weg aus. Ja, doch, mit diesem lilanen, Geswirbel, was da war. Das, obwohl, hier geht's aber noch weiter nach oben. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich gehe jetzt hier einfach mal lang. Ist hier überhaupt irgendwas? Komme ich hier überhaupt irgendwie weiter? Nee. Hier ist ja gar nichts. Hm, vielleicht öffnet sich das später nochmal. Vielleicht lässt mich der Stier noch später rein. Ich meine, ich bin auch vom Sternzeichen Stier. Lass mich doch einfach rein, Junge. So. Ja, alles klar. Hier ist wohl der richtige Weg. Au! Hey! Hör doch auf! Okay. Moment, auf den anderen Boy. Das Piratenschiff. Wie gesagt, das Piratenschiff haut schon extremst gut rein, Freunde. So ist es ja nicht, wa? Aber es wiederholt sich halt sehr schnell, muss ich sagen, oder? Also in den 2 Stunden haben wir das jetzt schon sehr, sehr häufig gesehen. Und theoretisch, oder ja, fast jedem Kampf könnten wir das eigentlich theoretisch einsetzen, so gefühlt. Ist schon ein bisschen... zu viel des Guten, oder? Oder sehe nur ich das so? Ein bisschen zu viel ist es. Und leider kann man ja nicht selber richtig bestimmen, welche Variante man von diesem Special-Angriff nutzt jetzt in dem Moment. Ist ja immer abhängig, wo du gerade bist, gegen wen du kämpfst. Oh, was geht jetzt ab? Here's our ticket up. Da müssen wir hoch. Ach so. Windschritt. Während du mit der Multifokus-Serial-Markierung etwas im Visier nimmst, kannst du auch Quadrat drücken, um dich augenblicklich an die zuletzt anvisierte Stelle zu teleportieren. Dabei führst du einen sogenannten Windschritt aus. Okay. Ja, warte mal ganz kurz. Aber ist hier unten vielleicht noch irgendwas zum Einsammeln? Huh. Nee? Okay. Alter, oh! Ein Geschenk, nur für mich! Moment. Wieso kann ich das nicht öffnen? Kann ich das schieben? Irgendwie prallt da mein Schwert die ganze Zeit. Muss ich weiter nach oben oder was? Nee. Hä? Es ist doch anvisiert, wieso kann ich denn nichts machen? Oder geht es doch gleich noch kaputt? Es scheint irgendwie nicht so, wa? Es scheint irgendwie nicht so. Aber wo muss ich denn lang? Boah, ich muss doch bestimmt da irgendwas mitmachen, aber was muss ich machen? Irgendwie. Oder geht es doch noch weiter nach oben? Oder irgendwo anders hin?
Kann ich es jetzt nur noch nicht öffnen, weil er auch... Ich kann da nicht mal da raufspringen. Freunde, ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind, denn... Ich nix wissen. So, warte mal. Bin ich da richtig? Hä, brauche ich vielleicht noch irgendwas anderes, um das zu öffnen, das Paket? Ich bin wahrscheinlich einfach zu dumm gerade. Oder? Bin ich zu dumm? Wahrscheinlich bin ich zu dumm gerade. Ich kann da auch nicht rauf. Was soll ich denn damit machen jetzt, Jungs? Sag doch mal was! Hilf mir doch! Goofy! Okay, Freunde, wahrscheinlich müssen wir echt später nochmal hierher kommen. Wegen dem Paket. Aber. Ach so! Ja, machen wir das doch einfach mal. Okay. Und jetzt geht's. Ach komm. Oh Scheiße, da sind ja die Titanen. Oh. Okay, hier kann man speichern. Oh oh. Giving orders now, Bolt Boy. Don't get too comfortable, Hades. Huh? We're gonna stop you. What? Yeah. Jawohl, Freunde, jetzt befreien wir Papa Zeus! Jetzt geht's los hier. Oh, ach du Kacke. Fress mein Feuer, Alter! Kann ich den irgendwie... Okay. Nein. Wie komme ich denn da hoch? Warte mal, kann ich den Klotzer hoch? Alles klar, der Feuer. Okay. Yo! Alter, was ist das für eine Kamera? Kann ich irgendwie den Magma-Klotzer hochklettern oder sowas? Ja, tatsächlich. Okay, dachte ich mir schon. Das heißt, die kriegen jetzt aufs Fressbrett. Der wehrt ja gar nicht. Ich glaube, das sollte nicht so sein, oder? Dass ich da in dem Drille verschwinde? Oh, nein! Back off! Okay. Wo bin ich? Wo ist er? Ah, da. Komm her. Aber kämpfen meine Leute überhaupt mit mir mit? Die wehren sich ja gar nicht irgendwie, die Titanen, oder? Okay, alles klar, ich nehme alles zurück. Ich muss mir eine Potion reinhauen, sonst bin ich gleich tot. Boah, das sieht so beeindruckend aus. Aua! Das tut doch weh! Hoch da, Sora! Ja.
Guck mal, wie viel Schaden ich mache mit der zweiten Form. Was war das? Ich hab da gar nichts extra aktiviert. Und nein, ich hätte angreifen können. Okay, der erste ist platt. Jungs, helft bitte mit. Also, sie wehren sich ja irgendwie gar nicht, die Titanen. Oder bin ich einfach zu gut? Ich weiß nicht genau. Helden werfen. Helden werfen. Das hat gar nicht getroffen. Das hat gar nicht getroffen. Mann, ich war so gespannt, wie viel Schaden ich mache. Au, 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 au. Geht's mir noch gut? Sora, alles gut? Aber Herkules kann auch nur irgendwie so einen riesen Klotz werfen, wa? Das ist seine Attacke immer. Hey, die Kamera ist gerade nicht unbedingt vorteilhaft, stellenweise. Ausgewichen. Professionell ausgewichen. Oh! Okay, er macht noch eine. Oh, okay, was haben wir denn jetzt hier? Attraktion Magie-Karussell. Drücke X, wenn der größer werdende Ring aus Licht mit dem Äußeren überlappt. Ach so, okay, ja, alles klar. Oh mein Gott, alter Partikel-Effekte-Overload, ohne Scheiß. Zack. Zack, ja, zu langsam. Gut, gut, exzellent, gut, exzellent, gut, exzellent, gut, nur, gut, nur, gut, exzellent will ich schauen. Das müsste doch eigentlich ganz gut reingehauen haben, irgendwie. Achso, ja, das ist seine letzte Lebensleiste. Okay. Der Tornado. Komm schon. Wie kann man ein Tornado eigentlich treffen? Das weiß niemand so genau. Aber es geht irgendwie, Freunde. Einfach ausweichen, einfach ausweichen. Und jetzt drauf da. Na, komm schon. Aua, okay, der wehrt sich schon ein bisschen. Yo, ich bin nicht tot. Ich habe die Hälfte meiner Energie verloren. Okay, ich dachte schon. Aua, 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 aua. Na komm, mach schon. Oh. Ja, das ist doch viel öfters mal klicken. Jetzt. Bam, Junge. Ohoho, das hat gut reingehauen. Na, Ziele nur 7? Okay. Aua, 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 aua. Ey, ohne Witz. Ey, ich bin gleich tot. Ich kann nicht auf die Items gehen, ich kann gar nichts. Was kann ich da machen jetzt?
Ja, aber Jungs und Mädels, ich muss doch irgendwie ein Item einsetzen können, wenn ich jetzt nicht, also, weißt du? Muss ich jetzt so normal rauf auf den, oder was? Ich komme irgendwie nicht näher an den ran, obwohl ich mich immer teleportiere. Jetzt. Jetzt vielleicht. Guck mal, wie die Augen ausdrücken, dass er einfach gerade aus Maul bekommt. Komm schon! Das kann ja wohl nicht angehen hier, ey. Kann ich jetzt wieder ein Item einsetzen, wenn ich am Boden bin? Nee, immer noch nicht. Aber sie haben mich geheilt. Gut, 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 alles klar. Das war auch nötig, ey. Yo, und ich krieg direkt wieder aufs Maul. Nein, bitte nicht. Kommt schon, Jungs. Wir müssen jetzt mal platt... Yo. Also Freunde, ihr habt es ja gerade gesehen. Mehr als zur Seite rollen an der Stelle kann ich ja auch nicht machen, oder? Oder was hätte ich jetzt machen sollen? Ich hab gesehen, dass es davor die ganze Zeit geklappt hat. Oh, Herkules ist gleich platt. So, zur Seite rollen. Rollen, 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 rollen. Schön. Drauf da, Jungs. Sag mal, bin ich der Einzige, der angreift? Ich bin der Einzige, der immer angreift. Das ist irgendwie ein bisschen störend. Geht das schon wieder los? Oh, okay, gut. Der haut ganz gut rein, der Angriff. Muss ihn jetzt nur treffen und ausweichen. Aua, aua. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Au. Boah. Ran da, Junge, ran da! Wir müssen noch ran und nehmen. Das war ja totale Verschwendung jetzt. Okay, Freunde, wir haben gleich den Bossfight geschafft. Gefühlt geht er schon 20 Minuten. Na, endlich. Na gut, egal. Ich bin nicht gestorben. Hat zwar vielleicht ein bisschen länger gedauert bei dem einen, als bei dem einen oder anderen, aber ich hab's geschafft. First try. Ist doch in Ordnung. Oh, now it's all four of them. So what? There are four of us, too. Actually, I think I can make it five. No! Thank you, my boy. Yeah! Oh! Ah! Ah! Now, watch your old man work! Yes! I can't believe
I put 18 years into that plan and you ruined it! I really don't like you. Just give it up already. You'll never beat Herc, no matter how many times you try. Yeah, stay in the underworld where you belong. You have the time of your afterlife. Enough already! I did not come this far to be ridiculed by Zeusy High and Mighty, his little sunspot, and a trio of clowns! You know what? I'll just go ahead and destroy you! Hades! The exit is that way. Oy vey. Gee whiz. Hold on. I almost forgot. That one's for trying to wreck Thebes. You'll pay for this! I have a very, very long memory. I can still dunk your little nutmeg in a river of death! Are you sure you want to leave all this behind? Isn't Olympus your home? And your family! I can see my family anytime I want. If I stayed, I'd have to be apart from the person I love most. And that life would be empty. I finally know where I belong. Hercules. Sora, we never got back to your question. Can I help? It's okay. I think I'm meant to figure it out for myself. I'll find my strength the way you found yours. Something to fight for, with all my heart. I guess you did have the answer. Well, you've got heart, Sora. Just keep at it, and I know you'll be stronger than ever. Yeah, I might even end up stronger than you are. There he goes again. Ja, das war doch schön, oder? Die erste Welt war doch schon ganz nice. So, was haben wir denn hier? Schlüsselschwert-Formänderung. Manche per Schlüsselschwerter, die du erhältst, manche der Schlüsselschwerter, die du erhältst, sind in der Lage, sich zu transformieren. Sie können eine sogenannte Formänderung durchmachen. Jedes Schlüsselschwert hat seine ganz eigene Formänderung. In seiner geänderten Form lässt dich ein Schlüsselschwert andere Kombos und Zauber ausführen. Außerdem kannst du einen verheerenden... Okay, alles klar. Wenn du eine Schlüsselschwert-Formänderung auslässt, ändert sich womöglich auch Soras Aussehen entsprechend und du erhältst Zugriff auf eine neue Auswahl spezieller Fertigkeiten. Manche Formänderungen eignen sich gut für die Defensive, andere wiederum für das Wirken von Magie. Experimentiere herum, womit du am besten zurechtkommst. Alles klar, cool. Ich bin aber eher so fürs Kämpfen direkt. So, das Schlüsselschwert Heldenwiege kann sich per Formänderung in eine Defensivwaffe namens Konterschild verwandeln. Halte Quadrat gedrückt, während das Schlüsselschwert verwandelt ist, um für eine bestimmte Zeitspanne eine dauerhafte Abwehrhaltung einzunehmen. Das Blocken von gegnerischen Attacken lädt dein Schild. Oh, okay, also. Na, wie gesagt, ich bin eher fürs draufhauen. Gut, Freunde, wisst ihr was? Wir machen das einfach beim nächsten Mal. Dann ist es einfach hier ein cooler Abschluss für den Olymp. Wahrscheinlich. Beim nächsten Mal geht's dann vielleicht schon in die nächste Welt. Seid auf jeden Fall dabei. Lasst eine Bewertung, würde mich sehr, sehr freuen. Danke für die Unterstützung ein bisschen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß, Freunde. Haut rein. Tschüss.